Ja, heute geht es ums Umtopfen von einer Rangpur. Kurz zur Rangpur, die wir hier stehen haben. Rangpur ist keine Kreuzung aus etwas mit Kumquat wie die Kalamondin. Eignet sich hervorragend fürs Zimmer, weil die Pflanzen sehr klein bleiben, sich also dem Topf anpassen. Sie haben mandarinenartige Früchte, die aber eher von der Form her so ein bisschen an Zitronen erinnern. Ich hoffe, man kann das so ein ganz bisschen sehen. Die werden orange und dann auch wie Mandarinen lassen, die sich schälen und auch dann segmentieren. Allerdings sind die Früchte extrem sauer. Wie man an der Pflanze hier erkennen kann, die Pflanze ist übrigens circa 20 Jahre alt, bleiben die also wirklich sehr klein, sehr kompakt, und irgendwann ist es dann soweit, dass man aufgrund der Blattsymptomatik und dergleichen diese Pflanzen umtopfen muss. Hier kam noch hinzu, dass der Topf beschädigt ist, sodass wir diesen Topf hier nicht mehr gebrauchen können. Als Zimmerpflanze sieht man jetzt auch hier sehr schön, die Pflanze hat sich in diese Richtung ans Fenster sozusagen auch förmlich angelehnt, während hier die Seite, die dem dunklen Zimmer zugewandt ist, vollkommen blattfrei ist. Wir werden dann jetzt beginnen, diese Pflanze umzutopfen. Dazu verwenden wir wieder Ceramis, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe mir dafür dann jetzt schon mein Material organisiert. Dazu zählt dann auch hier ein neuer Topf, der dann hier mit eine Besonderheit versehen ist, nämlich mit einer Öffnung, um diesen Topf entwässern zu können, damit man diesen auch mal spülen kann. Das ist relativ einfach, das gibt es so nicht im Laden zu bekommen, sondern man schraubt einfach hier so ein Gewinde dann hier in diesen Topf, also man bohrt, setzt dann ein Gewinde ein, Kunststoffschraube mit einer Dichtung, die dann hier eingedreht wird und diesen Topf dann wieder komplett verschließt, sodass man diesen Topf hier jederzeit öffnen, aber auch wieder dicht verschließen kann. Wir werden jetzt diese Pflanze hier einmal einfach entnehmen. So, was wir jetzt vielleicht hier sehen können, sind die vielen weißen Wurzelspitzen, die wir hier erkennen, da und dort. Das sind die Stellen, wo die Pflanze aktiv wächst, wo die Pflanze also aktive Wurzeln hat. Wir haben davon sehr viele, und das alte Wurzelfilz, was wir hier haben, werden wir jetzt entfernen und dann neu aufsetzen. Ja, nun haben wir viel von dem Substrat entfernt. Das haben wir einfach mit den Fingern hier so rausgebröselt, wie man das sehen kann. Das ist halt der Vorteil bei Ceramis, dass das halt sehr, sehr locker bleibt. Und wir haben dann auch sehr viel von diesem Wurzelfilz hier, der hier so existiert. Den haben wir einfach jetzt dann da unten vom Boden her entfernt und haben damit der Pflanze die Möglichkeit gegeben, sich dann im neuen Substrat wieder neu anzusiedeln. Das schmeiße ich übrigens nicht weg, sondern das setze ich im Rasen aus, und das hilft, dass mein Rasen wieder lockerer wird. Ja, nachdem wir jetzt halt den Rest entfernt haben, können wir den Topf vorbereiten. Dazu habe ich Hydrokulturbleton, den gebe ich als Drainage rein, damit der die Schraube nicht verstopft, verteilt das Ganze so ein bisschen. Und dann kommt als Basis schon das Ceramis. So, nachdem das nun gemacht ist, müssen wir nur gucken, dass die Schraube auch so sitzt, dass wir im Zimmer gut entwässern können. Wir nehmen unsere Pflanze, setzen die dann jetzt wieder in den entsprechenden Topf, setzen die Wurzeln wieder so, dass es einigermaßen passt, und dann können wir
mit Serramis-Äpfel. Nicht vergessen, das muss dann auch wieder an die Ränder entsprechend angefüllt und angestopft werden, damit das auch wirklich passt. So, wir entfernen die alten Gießanzeiger. Und benutzen neue. Dabei treiben wir die Gießanzeiger vorsichtig. Möglichst gut und leicht sichtbar in den entsprechenden Wurzelballen. Bei großen Töpfen wie diesem hier empfiehlt es sich durchaus, lange und kurze Gießanzeiger zu kombinieren. So. Und schon haben wir das Umtopfen abgeschlossen. Wir werden jetzt diese Pflanze nochmals komplett durchspülen, dass also der ganze Schmutz, dieser feine Staub, der am Serramis anhaftet, nach unten durchgeschwemmt wird und dann ausgespült wird. Und dann ist unsere Pflanze fertig und kann entsprechend dann wieder ihren ursprünglichen Platz bekommen, oben am Fenster, und damit wieder wunderbar weitere Früchte, die hier wachsen und auch bereits hier am Wachsen sind, dann entsprechend austragen.